Nun, Heil und Segen diesem Haus. Es mögen ihn im Ein und Aus. Die Menschen froh und Richtfest im Freilichtmuseum Kommern. In monatelanger Arbeit haben die Zimmerleute diese Fachwerkscheune in traditioneller Bauweise, jedoch mit Hilfe moderner Geräte nachgebaut. Über 50 historische Bauten stehen im Museum, die man an ihrem ursprünglichen Ort nicht erhalten konnte. Die Museumsfachleute dokumentierten sie am alten Standplatz, bauten sie dann ab und errichteten sie wieder im Museum. Diese Oberbreisiger Scheune hingegen konnte nur als Kopie nachgebaut werden. Der Film zeigt den einmaligen Vorgang in einer inzwischen selten gesehenen Handwerkskunst. So, haben wir die Zeichnung, haben wir das Holz. Und wir fangen am besten mit dieser Giebelseite an. Ja. Was sagen Sie davon? Ja, ist auch richtig so. Einfachste Sache. Ja, ist Wand 1. Den Zimmerleuten des Museums liegt die Baudokumentation vor. Genau. Sie dient als Grundlage für den Nachbau. Zumindest auf der Innenseite viel Waldkante. Jo. Ja. Der Zimmermann Karl Schregel sucht auf dem Holzplatz des Museums die passenden Stämme eines Eichenholzes aus. Nach den Bauzeichnungen hat er zuvor eine Holzliste erstellt. Diese enthält die genauen Querschnittsmaße und großzügig berechnete Längen. Es ist nicht einfach, aus einem Stamm ohne viel Abfall die höchstmögliche Menge kantigen Holzes herauszuschneiden. Dazu braucht der Mann am Sägegatter ein geübtes Auge und viel Erfahrung. Die Arbeitsschritte Zuschnitt und Abbund laufen gleichzeitig und greifen ineinander. Einer kann den Rielzug anreißen. Helmut mit 2 Medien jetzt den Stamm holen, damit wir den nächsten Rielzug schneiden können. Der Abbund erfolgt wandweise. Die Zimmerleute haben inzwischen eine Wand bis auf einige Riegel fertiggestellt. Rainer Hilger misst den Riegelzug ein und reißt die Lage mit der Richtlatte an. Der Zimmermann markiert den Riegel mit einem Buntzeichen. Für die Holzverbindung reißt Rainer Hilger Zapfen und Zapfenlöcher an. Hier zunächst einen Zapfen. Der Anriss eines Zapfenloches.
Die klassischen Werkzeuge wie das Stemmeisen werden auch im Museum nach wie vor gebraucht. Im Gegensatz dazu arbeiten andere Handwerker bei modernen Verzimmerungen ausschließlich mit Maschinen. Mit der Stoßaxt putzt Rainer Hilger die Kanten des Zapfens. Das Stemmen der Zapfenlöcher war früher mühsame Handarbeit. Heute erledigt dies eine Stemmmaschine. So soll die vordere Giebelwand aussehen. So, Rainer, ein klein bisschen darüber. So, komm, pass auf jetzt. Hermut, was musst du haben? Vier, drei. Rainer, was musst du haben da unten? Die Gefügeteile werden liegend zusammengesetzt. So. Pass auf, ich hebe es aus. Was sind jetzt? So, Hermut. Was ist jetzt? So, stopp. Oh, zehn. Hermut, noch ein bisschen. Warte, lass mich den jetzt hier unten ein bisschen drin tun, ja? Mhm. Was ist denn der neue Druck jetzt? Ja, Momentchen, Herr Wurz. Ja, so. Oh, jetzt kommt noch ein bisschen. Kommt hin, Herr. So, gut, so, dann gleich. Der Streben müssen wir jetzt haben, ja? Das in den Pavillon. Muertos. Noch. Ein bisschen zum Unterlegen noch. Ja, 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 schon mal. Ja, wunderbar, wieder reingeht. Stopp. Hotzi. Deiner, guck mal an den Trier. Helmut, komm noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Halt, halt, rein. So, komm, kriegst du den dicken Hammer. Ist das Gefüge mit Zwingen verspannt, bohrt Karl Schregel die Löcher für die Holznägel. Ausgeprägtes handwerkliches Traditionsbewusstsein hält die althergebrachten Zimmermannszeichen bis heute lebendig. Sie ermöglichen die Zuordnung der Einzelteile beim Aufstellen des Fachwerks, dem sogenannten Richten.
Ist der Abbund fertig, wird das Gefüge wieder zerlegt und zum Richtplatz transportiert. Hier haben die Maurer des Museums inzwischen den Bauplatz eingemessen, das Schnurgerüst erstellt und die Fundamente gegossen. Die Zimmerleute legen die Schwelle der vorderen Giebelwand auf vorbereitete Holzböcke. Erste? Jo. So, Helmut, kommst du? Das ist ein paar Holz. Was bekommen wir? Mit dem Aufstellen des ersten Eckständers beginnt das Richten der Giebelwand. So, gut, festhalten, Helmut. Einer kommt mit dem Holzhammer. Holznägel halten, wie früher üblich, die Zapfverbindungen der Gefügeteile zusammen. Die Verwendung von Holznägeln hatte zwei Gründe. Zum einen war das Material vorhanden, zum anderen kamen Eisennägel erheblich teurer. Und der nächste, ja? Schwerere Bauteile hebt heutzutage der Kranwagen, gesteuert von Helmut Schmitz. Das Rähm schließt die Wand ab und stabilisiert das Fachwerk. Helmut, nochmal auf! Komm ab! Runter! Stopp! Die Buntbalken verbinden die beiden Traufwände. In luftiger Höhe richten die Zimmerleute die Giebeldreiecke. Mit dem letzten Sparrenpaar auf dem Dachstuhl gilt das Haus als gerichtet. Hinter den Zimmerleuten liegen 6 Monate harter, intensiver Arbeit. Helmut Schmitz schlägt den letzten Holznagel ein. Richtfest ist nun angesagt. Dazu gehört natürlich der geschmückte Baum. Sprecht fleißig jetzt zu eurem Krug, doch geht ohne Zopf nach Haus. Juchhe, Prost! So klar, du sollst zu sterben. Das Glas ist zerbrochen. Die Feier kann beginnen. Danke.
Ja, genau. Was war das für ein Böschweg? Das ist gut, das ist ja noch nicht. Das ist gut.